Hallo, mein Name ist Rainer Babel. Ich bin der Leiter des DAD-Informationszentrums hier in Bogotá, Kolumbien. Ich sitze hier in der wunderschönen Bibliothek des Goethe-Institutes in Bogotá. Und das ist kein Zufall, denn es geht ja darum, dass hoffentlich viele DAF-Studierende, DAF-Lehrer jetzt zuhören und zuschauen. Denn gleich werden wir euch zwei Beispiele, zwei Testimonials von zwei DAD-Sprachassistenten vorspielen, die ein Jahr lang hier in Kolumbien Deutsch unterrichtet haben an verschiedenen Universitäten. Und sie werden euch ein bisschen was von ihrer Erfahrung erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Und unser Ziel ist es so ein bisschen, das Interesse zu wecken, dass ihr euch vielleicht auch überlegen könnt, auf dieses wunderschöne Programm, das DAD für Sprachassistenten in verschiedenen Ländern, dass ihr euch darauf bewerbt. Und besonders schmackhaft möchten wir euch natürlich machen, dass ihr nach Kolumbien kommt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Erstens mal ist Kolumbien ein Land, das sehr, sehr schön ist, sehr spannend ist. Gerade im akademischen Bereich haben wir in den letzten Jahren eine Explosion des Interesses feststellen können von kolumbianischen Studenten und Forschern, die unbedingt nach Deutschland gehen wollen. Und das bedeutet natürlich auch, dass immer mehr Leute hier in Kolumbien Deutsch lernen wollen. Und leider gibt es dafür immer noch zu wenig Deutsch. Lehrer ganz speziell an den Universitäten, wo der Bedarf besonders groß ist. Und dafür gibt es eben dieses DAD-Sprachassistentenprogramm. Und Kolumbien ist auch aus einem anderen Grund noch ein ganz besonderes Land, denn hier hat der DAD ein Pilotprojekt gestartet, das es ermöglicht, nicht nur zwei oder drei Sprachassistenten nach Kolumbien zu schicken, sondern um die 10 bis 13 pro Jahr. Das dank der kolumbianischen Universitäten und der kolumbianischen Regierung, die selber einen Teil dieses Programms finanzieren. Und deswegen sind wir hier in der glücklichen Lage, jedes Jahr zwischen 12, 13 Sprachassistenten begrüßen zu dürfen. Und leider gab es in den letzten Jahren manchmal Schwierigkeiten, alle diese Posten zu besetzen. Und deswegen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch auch überzeugen lasst, euch auf dieses Programm zu bewerben. Wir sind hier in Bogotá, aber in ganz Kolumbien gibt es verschiedene Universitäten und ganz interessante Standpunkte. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach bei uns und wir geben euch sehr gerne mehr Auskunft. Jetzt möchte ich euch aber ganz herzlich einladen, die zwei Zeugnisse zu hören von Daniela Müller und von Stefan Unz, die beide hier in Kolumbien jeweils ein Jahr als Sprachassistenten gearbeitet haben. Und ich bin sicher, wenn ihr euch entscheidet, nach Kolumbien zu kommen, dann werdet ihr diese Zeit nie vergessen. Und vor allem die kolumbianischen Studenten werden es euch sehr, sehr danken, denn es besteht wirklich großer Bedarf. Und vielleicht könnt ihr dann in ein paar Jahren auch diese Studenten, die ihr dann auf Deutsch unterrichtet habt, in Deutschland begrüßen, wenn sie an verschiedenen Universitäten in Deutschland studieren. Also hört euch mal die Zeugnisse an und meldet euch einfach bei uns und bewerbt euch bitte auf das DAD-Sprachassistentenprogramm. Mein Name ist Stefan Utz. Ich bin im Jahr 2012 nach Kolumbien gekommen, um an der Universidad Industrial de Santander Deutsch zu unterrichten im Rahmen von dem ISETEX und DAD-Programm. Bevor ich nach Kolumbien gekommen bin, hatte ich ein ziemlich diffuses Bild von dem Land. Das war vor allen Dingen geprägt durch die Berichterstattung, Stichwort Drogenhandel, Bürgerkrieg. Diese Probleme existieren leider nach wie vor. Das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Allerdings das Land darauf zu reduzieren, das geht gar nicht. Es ist einfach sehr angenehm als Ausländer hier. Die Leute sind total hilfsbereit, interessiert, offen und freundlich. Es gibt so viel zu entdecken. Ich bin schon so viel rumgereist und immer noch habe ich lang nicht alles gesehen. Ja, die Arbeit an der Universität, die macht mir auch total viel Spaß. Die Studenten sind total motiviert und freundlich. Ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihnen, ebenso zu den Kollegen. Die sind auch super. Und ich kann jedem nur empfehlen, also bewerbt euch für Kolumbien. Hallo, ich bin Daniela Müller. Ich bin die derzeitige DAD-ISETEX-Sprachassistentin an der WIS. Und ja, alles, was Stefan gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Auch bei mir war das Kolumbienbild anfangs erst durch die Negativschlagzeilen geprägt. Aber als ich dann hier war, dieselbe Erfahrung, durchweg positiv. Also die Studenten sind sehr motiviert. Mit den Kollegen ist es traumhaft, hier zusammenzuarbeiten. Auch ich habe schon das Land bereist. Mir fehlen auch noch einige Ecken, aber trotz allem kann ich sagen, also es ist ein wundervolles Land und die Neugier, hierher zu kommen, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Also diese Entscheidung, meine Sprachassistenz hier zu absolvieren, war einfach genau richtig und ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, weil diese Woche zurückgeht.
Ich kann jedem nur empfehlen, also sich für Kolumbien zu bewerben. Es gibt ja auch den Slogan, dass die einzige Gefahr, die von Kolumbien ausgeht, die ist, dass man immer wiederkommt, dass man nicht mehr weggehen will, wie man eben auch schon an Stefan sieht. Also kommt auf jeden Fall nach Kolumbien.